Hallo, heute möchte ich euch einmal zeigen, wie es in so einer Badebucht hier aussieht. Das ist so eine wilde Bucht, sozusagen ein Charco. So sieht das dann aus, wenn man drin ist. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es das gleiche ist, wie wir hier sehen, aber ungefähr so sehen die dann aus. Achtung, wir tauchen einmal ab. Man kommt hier so in felsiges Terrain sozusagen. Da ist es am besten, man zieht so ein paar Badeschuhe an, solche Zunschuhe, dass man sich nicht verletzt. Manchmal können die Felsen natürlich ziemlich spitz sein. Wenn wir hier unten sind, begegnen einem immer relativ viele Fische. Es gibt dann in vielen solchen Charcos zum Meer Verbindungen. Oder wenn die Wellen sehr hoch sind, schwappen die Wellen hier rein. Und dann kommen die Fische hier auch. Deswegen sollte man wirklich hier nur reingehen, wenn das Wasser ruhig ist. So wie heute. Wenn es euch gefallen hat, die Sonne ist sehr schön, dann gebt ihr mir gerne ein Abo und ein Like. Also bis bald.